Da sind wir wieder back. Zu Fallout heißt, sind wir hier nicht runtergesprungen? Hit. Wir waren doch schon unten, oder? Moment mal. Ich spring noch mal. Obwohl, warte, war das nicht voll verseucht? Ja, es war voll verseucht. Ich glaube, wir haben 10 Seuche bekommen. Wenn ihr den Sprung sehen wollt, müsst ihr in letzter Folge reinschauen. ich habe heute einen Mod hinzugefügt. Eine Modifikation. Hey. Nein. Beiß. Hey. Hey. Los. Fuck. Geh dorthin. Fast den Hund totgeschlagen. Shee. Und zwar sieht man sie jetzt gerade nicht so richtig, weil es Nacht ist. Aber ich habe etwas am Commonwealth verändert. Wir haben jetzt eine Green Mod. Also wenn es funktioniert, hat. Hallo. Grün, grün, grün. Ich glaube, wir brauchen... Ist das jetzt grün? Ich glaube, wir brauchen Tageslicht. Eine leichte grün Mod. Ich habe mir da ein bisschen was angeschaut. Simple Green wurde vorgeschlagen und Overgrowth. Warte mal, ich gehe einfach kurz nach Hause. Warum bin ich überhaupt runtergegangen? Keine Ahnung. Simple Green wäre schon nicht schlecht gewesen. Dann gab es noch Overgrowth. Da ist alles irgendwie wieder gewachsen. Also es gibt auch mehr Bäume im Spiel. Es ist richtig, richtig... Es sieht fast aus wie ein Dschungel. Das fand ich zu krass. Das hätte irgendwie den... Ja, das hätte das Spiel komplett verändert. Das wollte ich jetzt nicht. Und ich denke, ihr wahrscheinlich auch nicht. Aber dieses, wie hieß es denn jetzt? A little bit less. Kann das noch warten? Hieß es. Ja, es ist da. Ist es das? Ich glaube schon. Es wurden extrem krasse Grüntöne weggenommen. Und es ist jetzt so ein leichteres Grün. Und ja, das ist die erste Mod. Hier unten ist ein grüner Busch. Guck mal da. Mensch, hey. Dass wir das nochmal leben dürfen hier in unserem verseuchten Scheiß. Gab es davor auch schon grüne Büsche? Ich glaube nicht. Ja, das ist so die erste Mod. Ich habe mit diesem Nexus Mod Manager Dingenskirchens gearbeitet und es geht ziemlich einfach. Das ist es, oder? Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas feiere, was die ganze Zeit schon da war. Die Sachen sind eigentlich so braun, oder? Ja. Das sah davor nicht so aus wie hier. Es ist ja total zugewuchert. Okay, sehr gut. Sturges, warum zappelt mein Kopf so? Was ist los? Oh Gott, der hat einen epileptischen Anfall. Sturges! Geht einfach weiter. Ja, Mods. Könnt ihr gerne weitere Vorschläge bringen? Vorschläge? Ich werde es Stück für Stück rumprobieren und gucken, welche Mods eben gut reinpassen, welche Mods... Ja, ist es auf jeden Fall anders hier. Guck mal. Hey. Welche Mods eben so für uns oder ja zu uns passen. Ich mache mich jetzt gleich einmal an die Waffen, um die umzubenennen. Dark Lull hat hier einen Vorschlag gegeben und zwar die Axt soll der Zerhackstückler heißen. Das machen wir mal direkt und sprechen dabei weiter über die Mods. Also so ultra-realistic Waffenmods. Das klingt jetzt wirklich wahrscheinlich verweichlicht, aber da muss ich ja wirklich richtig aimen. Da müsste ich ja echt arbeiten. Also man kann ja nicht mehr so schießen wie jetzt, sondern da gibt es einen Weapon Drop, einen Kugeldrop und so weiter und so fort. Ich weiß... Nee, wisst ihr was? Ist mir scheißegal. Bestimmt ein geiler Scheiß. Wisst ihr, ob die Mods, die ihr mir vorgeschlagen habt, ob die viel Rechenkapazität ziehen? Also es ist alles noch cool. Alles noch im grünen Bereich. Aber nicht, dass wir das hier alles zum Abnippeln bringen. Der Zerhackstückler. Ich glaube so, ne? Der Zerhackstückler. Fuck, nein! Der Zerhackstückler. Ich glaube, so ist es gewollt. Enter. Ja! Das sieht doch schon mal nice aus. Das werde ich auch gleich abhaken. Der Zerhackstückler. Ich glaube, der hat Zerhackstückler. Und dann nochmal die Sniper. Die soll ich langes Rohr nennen. Welche ist denn die Sniper, mit der wir die ganze Zeit spielen? Das ist die hier, ja, ne? 42, 34, ich denke, das ist die hier. Das lange Rohr ist somit auch activated. Dann kann ich das hier mal abhaken. Dann Lasermuskete vom Seebold. Lichtschwert hoch. Shit, ich kann meine Schrift nicht lesen. Ich glaube, Lichtschwert hoch 3000. Lichtschwert over 3000. Haben wir die mit dabei? Ja, die haben wir dabei. So. Lichtschwert, soll ich es so schreiben oder mit Leerzeichen? Ich weiß es nicht. Ich nehme an, dass damit jetzt speziell soll mit Leerzeichen geschrieben werden. Verschissene Affenkacke. Ah, es ist umbenannt. Sehr gut, sehr gut. Das hake ich auch mal ab. Bitte seid nicht traurig, wenn ich mal was nicht annehme oder das nicht direkt umsetze. Ich habe euch ja in der letzten Folge gesagt, dass ich oftmals am Stück 3, 4, 5 Folgen aufnehme und dann, dann dauert das ein. Dann kann es einfach mal eine Woche dauern, bis das umgesetzt wird. SOLP One-Tap. Auf irgendeine Waffe. Okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir direkt unsere... Nicht die Automatikpistole.
Dann nehmen wir unser gehärtetes Impro-Gewehr. One tap. One top. One tap. So, ne? Oder one tap. One tap. One tap. Tap. Also er hat es mit Tap, mit P vorgeschlagen. Ich denke, P macht da Sinn. Und dann noch Killinger. Killinger ist best, hat geschrieben. Ja, Frontside Fisty, den Kryolator. Den haben wir ja noch gar nicht. Habe ich jetzt abgespeichert? Sag bitte ja. Verschissene Affenkacke. Nein. Nein. One Tap, da ist das okay. Komm, wir hauen noch. Wir hauen noch das Zeug weg. Ich muss mich kurz mal umorganisieren. Wir sind jetzt ja wieder komplett voll, ne? Wir sind ganz frisch von unserer Reise gekommen. Schrott ablegen. So, schon mal 30 Kilo leichter. Was haben wir denn hier bei Kleidung? Pilotenhelm. Wir chillen hier mal kurz durch. Alles klar, nichts ist irgendwie passend. Das heißt, alles, was wir hier verwursten können. Ja! Ja! Dogmeat! Hey. Piss an den Baum! Hä? Piss an den Affen mit dorthin. E. Dorthin! Kack! Oh, das sieht nicht schlecht aus. Also ich wollte es halt nicht so ultra krass haben. Es gab diese andere Mod, wie gesagt, da ist ja eigentlich ein Urwald. Hier auf dieser Insel ist alles voll mit Wald, mit grünen Bäumen und sowas. Das wirkt so ultra übertrieben. Wir wollen ja diese Postapokalypse schon irgendwie haben, oder? Also ich schon. So, herstellen. Und wir können hier nichts machen, alles klar. Wir brauchen endlich irgendwie einen Händler oder sowas. Das ist doch vielleicht mal... Kann hier jemand handeln? Ich spreche die Powerrüstung an. Können Sie vielleicht handeln, Sir Rüstung? Wartet mal. Wartet mal, haben wir ja nicht irgendwo, ist hier nicht irgendwo was, wo wir handeln können? Klar, später können wir dann hier in Diamond City, können wir dann von uns rumhandeln, aber es gibt eigentlich auch, es gibt hier irgendwie so eine Trulla. Die war die ganze Zeit böse auf mich, weil ich sie irgendwie geschlagen habe damals in meinem einen Playthrough. Ich habe irgendwas Gemeines mit der angestellt. Das können wir schon mal verwerten. Ja. Also wir haben hier diese 10mm Automatikpistole, hier oben auch eine 14. Die hat halt eine Mündungsbremse, 139. Ich mach die hier mal weg, ja. Die legen wir dann wahrscheinlich weg, denke ich. Es ist schon geil, also jetzt speziell bei diesem Fallout, finde ich, ist es sehr stark. Oder war es zumindest für mich sehr stark. Ich habe auch zwischendurch mal auf diesem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt, dass man wirklich viele Waffen mitnehmen muss. Man muss einfach viele Waffen dabei haben, um die Munition auch am Start zu haben. Impro-Repetiergewehr. 308. Haben wir noch irgendeins mit 308? Ja, dieses Jagdgewehr. Ich mach das Ding weg hier, das Ding. Das Ding. Zuck. Revolverpistole. Die war schon ziemlich emitiös. Okay, der Zackstückler. Hm. Ja. Verlassen. So, die lege ich jetzt weg. Ah, nee, ich leg sie nicht weg. Ich leg gar keine Waffen mehr weg, sondern ich gebe euch Waffen. Hier. Du erinnerst mich an einen jungen Mann, den ich mal nach. Dich da. Ich würde dir vielleicht eine Waffe geben, dass du dich verteidigen kannst. Ist hier jemand, irgendjemand, der eine Waffe braucht? Hund? Halt, Dogmeat hat ja auch noch Scheiß dabei, ne? Hey, Dogmeat. Give me your... Okay. Er hat keinen Scheiß mehr dabei. Ist hier noch irgendjemand, der eine Waffe braucht? Hello. Da. Der hat seine Lasermuskete, ne? Ich guck mal kurz in den Inventar rein. Geht das überhaupt? Kann ich ihn überhaupt... Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Okay. Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Das Problem ist aber, dass dort irgendwelche bösartigen Viecher leben. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück. Das ist kein neuer Auftrag. Nein, du hast vorhin das Gleiche, ich musste schon mal was machen, du Lügenbaron. Ich habe mal wieder einen neuen Auftrag für dich. Du musst, und du wirst es nicht glauben, irgendein Settlement retten. Ja, ja. Was macht ihr denn? Huh, mit Gewalt durch da! Ja, Preston, ha? Wie fühlt sich das an? So nah aneinander, ne? Oh, der Fork sieht ja fucking amazing aus. Ah, das Spiel ist so verschissen schön. Das ist unglaublich. Wo ist dieser Sturges? Ist ja nicht irgendjemand, der vielleicht irgendwie... Der vielleicht irgendwas braucht? Eine Waffe oder so? Jetzt suche ich hier... Dogmeat, was hast du gefunden? Schnell, zeig's mir. Ja, da ist noch ein Kasten. Den haben wir bestimmt noch nicht ausgeräubert. Sag bloß, hier ist dieser verkackte... Leute. Ihr habt all die Jahre recht gehabt. Da ist doch noch was. Das habt ihr gar nicht mehr geschrieben, ne? Ich glaube, in der letzten Folge oder irgendwann habe ich diesen Safe versucht zu finden. Und ihr habt nicht geschrieben. Hey, du hast übrigens den falschen Safe. Ach, vielleicht wusstet ihr es auch nicht. Kann natürlich auch sein. Geschafft. Fast in die Hose gemacht, aber gerade noch so geschafft. Gut gemacht, Dogmeat. Gut gemacht. Das gibt eine Streicheleinheit mit rechts. Das ist praktisch Streicheln bei ihm.
Okay, was hatten wir hier noch? Wir haben es doch schon untersucht, ich weiß es nicht. Ach, das war Crikey. Ich glaube, auf X kann ich die Waffe wegstecken, ne? Nein, auf C? Nee. Wo nochmal? Ich hab's vergessen. I have it vergessen. Sag mal, wo sind denn die Leute? Das ist doch jetzt kacke. Ich will jetzt hier... Ich leg die Waffe ab. Ich leg die verkackte Waffe ab. Aha! Stehen geblieben. Stehen geblieben. Ja. Ja. Ich will nur ein bisschen handeln. So. Improvisierte Pistole. Du kannst das Ding fortschmeißen, Alter. Ich hab dir einen richtig krassen Shit für dich. Und zwar eine überkrasse, hör mir zu, beschleunigte. Nicht so eine langsame, sondern eine beschleunigte. Boom. Was brauchst du dafür für eine Muni? 308er. Ich nehme das einfach mal. Die brauchst du nicht. Warte, ich kann das machen, dass er das ausrüstet. Jetzt muss ich ihm nur eins geben. Eins Munition. Das weiß ich zufällig genau. Und zwar, da gehe ich auf Munition, gehe auf 10 Mile Majors und dann drücke ich auf... Ha! Gott, bin ich gut! Fick die Wurst! Eins. Eins. Ach so. Ja! So! Gönn dir, mein Freund! Ich hätte mehr tun sollen. Ja. Hoffentlich bezahlen die Raider für ihre Taten. Ja. Ich mach das schon. Ich reiß denen sowas von ihren... Eines Tages wird Sanctuary eine pulsierende Gemeinde. Eines Tages, Mademoiselle. Ach, hör doch auf, mir irgendwas zu erzählen. Du cracksüchtige Snitch. Die weiß doch gar nicht, wo oben und unten ist, oder? Kriegt doch nichts mehr. Die kriegt nichts mehr mit. Was für eine Bombe habe ich jetzt eben noch aufgehoben? Irgend so eine Kacke. Doch nicht. Ist doch alles gut hier bei uns. Okay. Gut. Speichern erstmal. Und zack. Und blub. Bezüglich der Mods, ja, könnt ihr mir gerne weiterhin Dinge schreiben. Ich habe einige Sachen noch auf dem Zettel, wie dieses Settlement und auch noch diese... Ich habe auf Twitch habe ich einige Privatnachrichten bekommen. Das passt ja. Aber ihr könnt auch gerne trotzdem, um mich zu erinnern, auch sowas schreiben wie, hey, denkt dran, installier noch den Modus mit diese Waffenmodus halt und so weiter und so fort. Starlight Drive-In, da sollen wir hin. Haben wir das schon entdeckt? Nein, aber wir haben die Mülldeponie entdeckt. Dann gehen wir mal zum Starlight Drive-In, ne? Oh, guck mal da, Muttern kocht. Schä. Das ist scheiße. Kann ich auch trinken, ja? Oh. Ich habe rausgetappt. Das war jetzt natürlich nicht meine Intention. Ich dachte kurz, Fallout wäre wieder ausgegangen. Kann ich hier mit der Maustaste raus? Hä? Keine Ahnung, wie ich rausgekommen bin, ich weiß es nicht. Dark me, just wait a second, Dark. Oh, hi, Dagi. Zack, zack. Ich weiß nicht, was wollte ich gerade machen? Keine Ahnung. Haben wir ja schon alles untersucht, ja, ne? Da war ja die Maulwurfsratten-Epidemie. Wer hat da gerade eben geschossen? Egal, ich weiß, was ich wieder machen wollte. Und zwar das hier anklicken, damit ich den Questmarker bekomme. Hä? Schießt da irgendjemand? Okay, da vorne ist es. Jetzt bin ich gespannt, was da für Viecher rumrennen. An so einem Drive-In. Starlight Express. Toilette. Warte kurz. Eine Toilette, ja. What? Au. Das ist total radioaktiv, der Scheiß. Oh, aber da liegt irgendwas drin. Ein Affe. Sehr gut. Sehr gut. Fick! Oh Gott, was? Okay, Darkmate. Es ist an der Zeit, eine Granate zu schmeißen. Und zwar auf die... Ach, fuck, Molly. Ich brech zusammen. Jetzt habe ich die Granate ausgewählt. Bitte. Stuck einfach da hinten, kleiner Skorpion, okay? Wie er mich anguckt. Okay, die Waffe ist nicht so ganz wahr. Oh, optimal, mein Freund. Dogmeat, sehr gut gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich Dogmeat gerade so ein bisschen treffe. Manchmal drückt er seinen Kopf so rein. Aber er kann ja nicht sterben, nicht wahr? Oh, irgendwann habe ich ihn, glaube ich, voll gehittet. Ja! Leble! Gut, Dogmeat, gut. Was haben wir denn hier? Eine Schweißerbrille. Jetzt steht doch auf. Jawohl. Zeug. Was haben wir hier? Gummibonbons. Und da liegt noch irgendeine Pflanze. Ich nehme hierfür jetzt einfach geschwind hier Radax. Kann ich eigentlich... Ich habe irgendwas genommen gerade eben. Saudam. Radax. Zack. Dompel, bompel, jompel. Was? Jetzt muss ich das noch aufsperren. Ey, super. Und das ist auch noch ein Experte-Schloss. Ah. Fischhisse. Kevin? Kevin hat schon präpariert hier.
Gut, der Kevin, gut. Zack. Ja. Ja. Und jetzt machen wir das alles. Jawollo, Brollo. So. Ganz viel Red. Wo ist denn der Radio? Ah, der steht da oben drauf. Radio. Drei Stück sind es, deswegen ist es laut. Wir sind ein bisschen angeschlagen jetzt wegen der Strahlung. Aber es ist jetzt nicht weiter schlimm. Movement God macht hier mal eben kurz die ganzen Radios aus. Ich kann die einfach nicht anlassen. Das ist so krass. Scheiße, die ganze Zeit verstrahlt. Okay. Hä? Oh, oh. Indie? Nicht. Speichern. Denn wir sind angekommen. Oder ist das was anderes? Ist das irgendwas anderes? Eine Brücke. Ne, eine Bahn. Eine Bahn über... Oh. Da steht ein Zug. Volles Riesending. Okay, da vorne ist eine... Halt, stopp. I need my sniper. No, where he is. Where he... Okay. Kevin, ich benötige dich gleich. Ich benötige gleich ein bisschen Backup von Kevin. Hoppala, hoppala, fuck. Das, läuft da irgendwas? Nein. Gucken wir uns später an. Wir haben jetzt hier noch die Mission am oh, hallo, am Start. Was habe ich auf 1 liegen? Nichts, scheinbar. Und auf 2 die Granaten, auf 3 die Pump. Hier, genau. Ich muss da mal kurz mich durchfuchsen. Ah. Also irgendwie sind die Dinger wieder komplett durcheinander, ne? Na egal, die wichtigen Sachen haben wir. Wir benutzen eigentlich grundsätzlich das Ding hier. Okay, Kevin. Musik wieder an. Oh! Ah. Ich glaube, ich würde gerne die Musik ausmachen. Kevin, we got a problem over here. Kevin. Kevin! Kevin? Er macht nichts, er chillt einfach nur rum. Nein, Musik, nein. Können die auch hier drin aus dem Boden kommen? Nee, ne? Nee. Fuck! Oh, scheiße. Eine Kronkorkenmine, fuck! Oh mein Gott. Und ich habe 30 Kilometer vorher gespeichert. Leute, ihr könnt eigentlich direkt ausmachen. Die Folge ist vorbei. Nee. Wenn du etwas stiehlst, wird der Besitzer normalerweise versuchen, dich zu fisten. Aber nicht mit mir. Direkt drauf zu und einfach mal ran an das Speckes. Kevin, bist du noch da? Ja, wir haben uns ja schon ein paar Mal gefragt, ob Kevin wirklich der richtige Begleiter ist. Er ist so untätig. Ich glaube, untätig umschreibt es echt gut. Er macht schon irgendwie was. Aber meistens, wenn es zu spät ist. Guck mal eben, er hat mich auch nicht vor dieser verkackten Mine gewarnt. Ich wollte es hier eigentlich irgendwie... Da, guck mal. Da ist er doch. Da stand so rum. Die stand da einfach. Nein. Hier kann man nicht raus. Das ist ja auch ein Sturmfeuerzeug, sehr gut. Sprechen wir hier nochmal. So, wo sind die Ratten? Kommt der? Kevin, wo sind sie, die Rätsche? Hä? Kannst du nicht riechen? Der kriegt wieder nichts mit, der Kevin. Okay. Oh, was haben wir denn? Ah, ich dachte, da fliegt ein Schraubenzieher oder so. Gehen wir mal voll ran hier. Ratten! Get it on, Rats! Oh. Wo überall? Kevin, in dir drin, Kevin, du wirst angegriffen. Und dann, was ist denn hier für eine Strömung da in diesem kleinen Pond? Jawohl, die letzten drei. Ah, im Griff, au. 39 Meter entfernt. Was macht denn die da hinten? Und warum werde ich verstrahlt? Hä? Die ist einfach da drin? Okay. Alter, jetzt kommt sie da hinten hoch. Ich bin hinter dir. Ist sogar ein Baby oder so. Sehr gut. Jetzt können wir in den Baumodus gehen. Schalala. Scheinbar doch nicht. Ah, ich muss wahrscheinlich... Oh, fuck. Die Ultra-Hardcore-Verstrahlung hier. Okay, warte. Hoppala. Das war irgendwie nicht geplant, dass ich hier reingehe. So. Ja. Ich hätte schon an wie er. Ja. Schön. Nice. Kreide. Oh, sehr wichtig. Kreide ist höchst wichtig.
Oh ne, kommt da jetzt so ein verkackter Sturm. Schnell, Kevin, mach mal die Tür zu. Durchsuchen. Okay. Wir entfernen diesen ganzen Schrambel. Weil wir hier, ja? Was bauen müssen? Wieder so ein Strahl. Kann ich die Tür aufmachen? Ich kann hier keine Tür aufmachen, den Modus. Das ist natürlich ein bisschen blöd. So. Wir kriegen hier ultra viel Eisen her. Extrem viel Eisen. Stahl. Sehr, sehr nice. Kleines Babyauto. Hier dürfen wohl auch Kinder parken. Okay, okay. Why not? Und wisst ihr was? Trick 17. Schön die Fässerchen, die den Scheiß hier erstmal so kacke machen, entfernen. Damit die Leute, die in ihr Unternehmen ziehen. Fuck, 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 das ist irgendwie stark. Oh Gott, lebe ich noch? Uff, lächerlich. Dass die Leute dann da hier nicht verstrahlt werden. Ich transferiere auch mal den Kram rüber und gucke, ob wir direkt dieses Ding ins Kirchens bauen können. Diesen Funkleitstrahl. Wäre natürlich nice. Das ist bei Energy und bei Sonstiges. Ja. Ich denke, wahrscheinlich sind die einfach grundsätzlich immer da. Also die Sachen dafür am Anfang. Ich mach's einfach hier hin. So. Und dann noch ein Generator. Ich glaube, war hier richtig, ne? Ja. Jawohl, können direkt hier einen hinklatschen. So. Ich drehe wieder rum. Zack. Space, Space. Und schon haben wir 94 Kronkorken. Okay, wo kamen die jetzt her? Wie haben wir die jetzt gerade eben einfach so erhalten? Ich weiß das nicht. Wir müssen gleich ein bisschen Redaway nehmen. Es ist so eklig hier, also mit diesem Fork. Aber es sieht so geil aus. Das Lightning und alles. Guckt euch das mal an. Wie geil das gemacht ist. Richtig sick. Kevin. Oh. Gut, das Zeug könnte ich eigentlich auch aufheben, indem ich halt, ja, ihr wisst schon, in dem Baumodus bin. Dann muss ich es nicht rumschleppen. Das ist ganz so spannend. Auch ohne Baumodus. Cool. Ja, hier ist sehr viel Baumodus-Action angesagt hier drin. Ja, das ist alles Baumodus-Action. Das hier nicht. Ja. Dandyboy-Äpfel. Kiev. Kevin. Ja, Fusionskern. Und das Zeug, den Rest reiße ich einfach ab. So. Halt. Da haben wir noch was. Jawohl. Voll. Oh. Kevin, chill, chill. Hoppala. Nee. Ist halt ein Expert, ne? Und ich bin ja auch ein Expert, ne? Yeah, mofo, yeah. Das wär's. Crown Kicks. We found Crown Kicks. So. Ich weiß nicht, ob wir hier an sich noch was behalten sollen, ob wir das nutzen. Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn wir hier irgendwas machen, dann bauen wir es wahrscheinlich neu, oder? Also so Schotter hier. Sag bloß, ich kann diese Dose nicht. Achso, das ist was zu essen. Ja, okay. Sehe ich ein. Ja, weg mit dem Scheiß, weg mit dem Scheiß. Zack, zack, zack. Fühlt sich voll gut an. So viel zu erledigen. Es ist so schön. Oh, was? Habt ihr gesehen, wie viel Zeug in diesem... Halt, hier gehen wir nochmal raus und gucken, ob da was drin ist. Nein? Ja, also. Wie viel Zeug da eben drin war. Krass. Ich lasse die Gegenstände, also diese zwei Sachen lasse ich hier drin. Ist immer noch... Ah, ne, jetzt ist es vorbei. Oh je, eine Kochstation. Wir können bestimmt wieder was braten. Köterkeulen oder so. Ja. Kilo. Und sonst noch was? Ja. Rad. Skorpionsteg. Ja, verlassen. Abspeichern und hier mal Nuffschlappe. Oh fuck! Okay, das Speichern hat sich gelohnt. Da machen wir es uns jetzt leicht. Und laden mal diesen Spielstand. Ja, ist schon wichtig. Und jetzt diffuseln wir den ganzen Kram hier. Schissel. Hä? War die random oder was? Sieht so aus. Das war wahrscheinlich nur eine randomisierte Tomate. Voll merkwürdig. What the fuck? Ultra strange.
Jawohl. Oh, yeah. Und noch Schlüssel zum hinteren Lager. Achso, da bin ich ja eben eingebrochen. Ah, super. Das reiße ich direkt ein. Hier oben. Das Zeug. Brauchen wir alles nicht. Also den Stuhl lasse ich mal stehen. Da kann sich ja mit hinstellen. Auch den Tisch lasse ich stehen. Und diese Lampe werde ich auch stehen lassen. Die ist wahrscheinlich... Die leuchtet wahrscheinlich dann. Wenn es dark ist, kann ich hier oben aufstellen? Nicht wirklich. So. Kevin, ich komme wieder. Madam, was machen Sie hier draußen in der Pampa? So. Fuck. Sag bloß, die will hier zu uns rein. Kann ich hier auch noch arbeiten? Ah ja, geil. Frau? Ich bin neu in der Gegend. Ja. Ich wollte mich mal vorstellen. Hallo. Ich wollte dir nur sagen, dass ich bereit bin, alles zu tun, um das hier zu einem richtigen Zuhause zu machen. Was für eine Soll ich irgendwas Bestimmtes machen? Ich bin bereit, überall mit anzupacken. Brauchst du was? Tauschen? Ja, ja. Ja, ich zeige es dir. Okay. Was habe ich für einen überkrassen Helm an? Ich bin jetzt hier in dem Modus, in dem ich hier irgendwas zeige. Und ich glaube, dieser Modus ist somit, ist gerade eben abgebrochen. Du gehst jetzt aber nicht hier vorbei. Ah, sehr gut, kommt rein. Ja, okay. Dann haben wir hier also auch, wartet mal, hoppala, falsche Taste. Dann müssen wir jetzt hier eine Siedlerin haben, beziehungsweise eins Leute. Sehr gut. Achtung, Frau, nicht hier hingehen. Hier ist noch voll der krasse Scheiß. Jetzt nicht mehr. Ist in Ordnung. Was ist denn mit diesen Puppen? War da Asbest drin? Asbestpuppen. Wo ist denn jetzt hier noch so eine Puppe? That's not a pup. That's not a pup. It's just a skeleton. Naja. Ah, wisst ihr was? Die können wir auch noch leer machen. Und dann am besten ins Wasser schmeißen. Die sind nämlich zaueklig. Hatte die Kronkorken dabei, die eine mal raus hatte? Dieser Gegenstand ist zu schwer? Warum ist denn bitte schon die eine Ratte zu schwer? So, das ist sehr... Das ist, extrem gut, wenn man die hier im Wasser auflöst. Vor allem, wenn auch die Siedler später daraus trinken und sowas. Das ist halt dann direkt wie eine Suppe. Ich koche praktisch gerade. Was macht die jetzt? Mein Rücken tut weh. Meine Füße tun weh. Ich verstehe schon. Weißt du, sie hat jetzt hier ihre Siedlung und ist in Sicherheit, also wie man hier sieht, absolute Sicherheit und sie, mein Rücken tut weh. Da fängt sie schon wieder an, über solche Dinge nachzudenken. Mach mal lieber Schutz oder so, mach mal Essen. Mach einfach mal hier eine Runde Flaschenkürbis. Mach doch mal so einen runden Flaschenkürbis hier. Hier wird unser Feld. Zack. Ah, wir können ja Felder machen. Oh, sie ist direkt, zur Flaschenkürbisfrau geworden. Nee. Warte. Achso, ich hab sie gerade. Hier. Okay. Okay, haha. Kann ich dir noch mehr Essen pflanzen? Naja. Nice, dude, nice. Will ich noch mehr? Ah, yeah, potatoes. Tomatoes. Ja, das... Oh, 25. Gönnt ihr mal hier noch so ein bisschen Fruchtfleisch. Doch, so ein schönes Feld. Wisst ihr was? Genau hier fehlt noch eins. So. Gut, die ist am Arbeiten. Können wir vielleicht sogar noch ein Geschütz bauen? Hier war ja schon so viel Scheiß gelegen. Achso, halt. Das müssen wir noch ablegen, unseren Kram. So und so. Und jetzt müssten wir ja total krass was bauen können. Nein, keine Tomaten. Schutz. Ich spreche von Schutz. Ja! Dann bauen wir mal so ein dickes Geschütz hier auf, oder? Ich weiß noch nicht, wohin. Von wo können die denn kommen? Ich mach mal hier ein Geschütz hin. Das Geschütz verteidigt... Wisst ihr, wenn das mehr auf dem Ding steht, ist auch nicht schlecht, oder? Dann schießt es halt kann sich das komplett drehen, 360 Grad? Ich glaube schon, bin mir aber nicht sicher. Ich mach's hier hin. So, jetzt fehlt nur noch Wasser. Das rattert hier aber ordentlich. Ressource, Wasser. Und schon nochmal Bimbledo. Das mache ich auch hier drüben hin, und zwar hier. Da. Leute, das ist der perfekte Ort, um Kinder großzuziehen. Wir haben ein Geschütz, wir haben so ein Ding und Wasser. Was will man mehr? Bist du noch am Arbeiten? Ach, sehr gut. Gut. Ich würde sagen, da haben wir doch hier mal easy was aufgebaut. Hier liegen halt noch Bröckel rum. Das ist so ein bisschen blöd, dass die... Das macht ja auch den Leuten Angst, ne? Klar, da würde ich auch nicht erziehen wollen, wenn hier Bröckel rumliegen. Verschwinden die eigentlich von alleine? Ich glaube nicht. Es wäre cool, wenn man... Ich darf mich nicht schnell bewegen. Es wäre cool, wenn man Leute einstellen könnte, die diese Hühnerflügelchen wegbringen würden. Die aufräumen. Das wäre schon was. Kann ich die vielleicht kicken, diese Maulwurfsratte? Nee, die ist einfach... Die ist irgendwie...
komisch. Die ist da reingebackt in das Spiel. Wir müssen uns mal noch entwursten. Wie komme ich denn direkt da runter? Ah, das war blöd. Achso, hier vielleicht? Nein. Ich habe einfach schon wieder so viel Scheiß dabei. Das ist übertrieben. Wir brauchen Red Away. Mal gucken, wie viel eins bringt. Wahrscheinlich ein Viertel ungefähr. Ja. Noch ein Radawai. So, perfekt. Und dann machen wir hier natürlich noch, und jetzt passt auf, wir bauen unsere erste kleine Mini-Siedlung. Und zwar nach alter Dumbabla-Manier. Schön. Oh, ach du Scheiße. Schön. Da, jetzt haben wir, da spielt die Musik. Das ist meine Hütte, meine Aufseherhütte praktisch. Wo ist denn der Eingang? Ah, da. Ich wohne hier oben, da wo es schön ist. Nee. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt wohne. Ich hab sogar nur sowas, weil ich voll humble bin. Es reicht mir einfach. Meine Leute, denen geht's nicht gut und die haben ja keine Häuser. Wenn ich eins hab, dann darf es nicht so ultra fancy sein. Das hier ist meine Butze. Total krass. Natürlich habe ich schon ein luxuriöses Bett, weil man muss merken, dass ich der Anführer bin. Das sieht aus wie ein Kinderbett. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ich glaube, ich nehme das hier. Das sieht besser aus. Und ich schlaf hier so zugänglich für die Leute. So. Das ist einfach total, total crazy humble. Eine Stunde Schlaf am Tag ist für mich völlig ausreichend. Oh Gott, das ist Nacht. Hä? Okay. Und schon sind wir wieder voll und beenden auch diese Folge. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.